Ja, können wir anfangen? Nochmal zur Erinnerung, bitte Handys ausschalten, nicht nur leise, sondern wirklich ausschalten und keine Bilder machen während der Vorlesung, weil das unser Video stört. Ja, was wir heute besprechen, ich möchte Ihnen heute Werke der italienischen Hochrenaissance zeigen und des Manierismus. Also wir gehen nach Italien um 1500, 16. Jahrhundert. Wir haben uns in den letzten beiden Stunden mit der Frührenaissance beschäftigt. Einerseits in Italien, speziell in Florenz, wo die Frührenaissance eigentlich entstanden ist, und dann in den Niederlanden. Wir haben gesehen, dass in beiden Ländern analoge, aber unterschiedliche Entwicklungen stattgefunden haben, die sich im Prinzip, ja, wenn man das jetzt ganz verkürzt nochmal zusammenfassen will, durch die Entwicklung der Städte begründen lässt und die charakterisiert sind, ja, durch den Versuch einer Aneignung von Wirklichkeit, durch einen neuen entstandenen Empirismus, durch eine Entdeckerfreude, durch einen gewissen Optimismus, die Welt erfassen zu können und damit verbunden ein gewisses neues Selbstbewusstsein dieser städtischen Menschen. Wir haben gesehen, dass hier ein Patriziat, also dieses reiche Bürgertum in den Städten, ansatzweise auch die höfische Kunst etwas zurückgedrängt hat und auch zwar noch sehr oft mit religiösen Themen gearbeitet hat, aber doch einen neuen Wirklichkeitsbezug hier eingebracht haben. Wir haben dann uns angeschaut, die großen Unterschiede zwischen Niederlande und Italien, und haben gesehen, dass in Italien immer dieser Bezug zur Antike da war, deswegen Renaissance, also Wiedergeburt der Antike. Und wir haben dann gesehen, dass in den Niederlanden das einfach eine ganz andere Situation war, wo dieser Bezug zur Antike in der Form nicht da war. Und dass sich hier eine Kunst entwickelt hat, die wir jetzt nicht in dem Sinn vielleicht als Renaissance-Kunst bezeichnen würden, aber als die Kunst der frühen Neuzeit, wo eben eigentlich so dieses spätmittelalterliche Weltbild abgelöst worden ist. Wir haben gesehen, dass in Italien immer der Mensch, der idealisierte, der heroisierte Mensch im Zentrum steht und dass der Raum, dass es beim Raum vor allem darum geht, den Raum perspektivisch zu konstruieren, gesetzmäßig zu erfassen, und haben gesehen, dass bei den Niederländern nicht nur der Mensch im Zentrum steht, sondern eigentlich der Umraum, die Umwelt des Menschen, dass die Dinge beobachtet werden, dass dadurch das Interieur wichtig geworden ist, die Landschaft wichtig geworden ist und dass Raum nicht in der Weise perspektivisch durchkonstruiert wurde, sondern eigentlich versucht worden ist, optisch den Raum zu erfassen. Ja, also nur um Ihnen da praktisch, also den Anschluss an die letzte Stunde wieder zu ermöglichen. Und wir gehen also jetzt wieder nach Italien und wir gehen erstmals jetzt auch nochmal nach Florenz zurück. Wir können beobachten, dass gegen Ende des 15. Jahrhunderts eine gewisse Krise dieses Florenz erfasst hat. Einmal eine Wirtschaftskrise, weil die flandrische und die englische Tuchindustrie die florentinische überflügelt hat, weil die Florentiner ihre Absatzmärkte verloren haben und weil durch die Entdeckung Amerikas am Ende des 15. Jahrhunderts, da passiert wirklich was ganz was Neues. Also dadurch, dass eben Amerika entdeckt wird, der Seeweg nach Indien, verlagert sich jetzt praktisch der Schwerpunkt des Handels weg vom Mittelmeer an den Atlantik.
und damit an neue aufstrebende Städte, vor allem an Spanien, an Portugal und dann vor allem an die flandrischen Häfen. Durch den Vormarsch der Türken, also Byzanz fiel ja 1453 an die Türken, verloren die italienischen Städte auch sehr wichtige Handelspartner, Byzanz nämlich, und Teile der arabischen Welt. Und in dieser Situation können wir, das betrifft allerdings vor allem Venedig, über das wir später sprechen werden, was wir beobachten können, ist eine gewisse Refeudalisierung, also dass sich dieses reiche Patriziat bis zu einem gewissen Grad aus dieser Kaufmannsposition zurückzieht und wieder stärker am Land ansiedelt und dort ihre Villen baut, was zu einer Entstehung einer neuen Form von Architektur führt, nämlich zum Villenbau. Darüber werden wir später nochmal sprechen, weil der wichtigste Architekt in diesem Zusammenhang ist Palladio. Palladio, also aus Vicenza und Venedig, also das ist jetzt praktisch jetzt nicht Florenz. Wir werden uns mit Venedig in einer gesonderten Stunde beschäftigen. Hier nur sozusagen jetzt ein Beispiel, die sogenannte Villa Rotonda von Palladio bei Vicenza, wo eben ein neuer Typ von Architektur jetzt geschaffen wird, nämlich, also früher sozusagen waren die Adligen, haben Burgen gehabt auf dem Land, befestigte Burgen, und dann kommen die, das haben wir uns angeschaut, die Florentiner, die Medici etc., die reichen Familien, die jetzt wirklich in der Stadt ihre Palazzi bauen, und jetzt Ende des, also im 16. Jahrhundert, fangen einige von diesen Patriziern an, wieder aufs Land sich anzusiedeln, aber nicht mehr in diesen mittelalterlich befestigten Burgen, sondern eben in Villen. In Villa ist eigentlich sowas wie ein Landhaus von Städtern am Land, aber durchaus mit einer dazugehörenden Landwirtschaft. Was wir beobachten können, ist, dass am Ende des 15. Jahrhunderts sich einige, also in den meisten italienischen Stadtstaaten, die Herrschaft einer einzigen Familie wieder voll durchsetzt und dass Elemente der republikanischen Verfassungen zurückgedrängt worden sind. Das heißt, was wir beobachten können, ist, dass eben einige Familien sich hier gegenüber dem Rest sozusagen der Patrizier durchsetzen. Und das war, also man kann sehen, dass in Ferrara zum Beispiel die Familie der Este herrscht, in Mailand die Visconti und dann die Sforza, in Gonzaga, die Gonzaga in Mantua und eben in Florenz die Medici, die sich innerhalb des 15. Jahrhunderts immer mehr Macht an sich gerissen haben, mit Cosimo de' Medici zuerst und dann Lorenzo de' Medici. Und diese Beziehung verlief natürlich nicht widerspruchslos. 1494 haben dann die Florentiner unter der Führung von Savonarola die Medici aus Florenz vertrieben. 1512 wurden die Medici mit Hilfe der spanischen Habsburger wieder eingesetzt. 1527 wurden sie unter dem Eindruck der Zerstörung Roms durch spanische Truppen neuerlich vertrieben. 3 Jahre lang haben da die Florentiner um ihre Freiheit und ihre bürgerlichen Rechte gekämpft, aber 1530 wurde ihr Widerstand durch die Habsburger mit Hilfe des Papstes endgültig gebrochen. Und Karl V. hat dann die Medici zu Herzögen gemacht und die ehemals freie Stadt Florenz zum absolutistischen Herzogtum. Aufschlussreich ist natürlich, wie das so oft passiert, dass in dem Moment, wo sozusagen die Massen der städtischen Bevölkerung um ihre Freiheit kämpfen, dass dann das eigene Patriziat, also in dem Fall eben die Medici, durchaus mit fremden Eroberern, nämlich den Habsburgern, gegen die eigenen Landsleute vorgegangen sind. Und da auch der Papst, dessen Stadt ja 1527 eben von spanischen Truppen geschleift worden war,
hat sich mit den Feinden, also mit den Habsburgern verbündet, um eben gegen dieses opponierende Florenz vorzugehen. Also was vielleicht ganz interessant ist, ist, dass man eben sehen kann, es gab diese republikanisch-städtische, demokratische Entwicklung im Trecento, im 14. Jahrhundert und im 15. Und das kippt am Ende des 15. Jahrhunderts, indem eben in Florenz eine Familie, nämlich die Medici, praktisch diese Macht usurpiert und die dann als Herzöge, also durchaus sozusagen, man kann hier wirklich von einer Refeudalisierung sprechen, als Herzöge dann in dieser Stadt wieder eingesetzt worden sind. Sie sehen, das ist durchaus, denke ich mir, insgesamt historisch interessant, dass eben dass diese Entwicklungen nie geradlinig laufen, sondern dass es immer mit Kämpfen und durchaus mit enormen Rückschlägen, Rollbacks verbunden ist. Nun, das heißt, dass wir jetzt, also um 1500, ja, beginnt jetzt haben wir jetzt eine Situation, dass sich die Macht und auch die Kultur vor allem an Höfen, an verschiedenen Höfen konzentriert und nicht mehr unbedingt in bestimmten Städten. Und das Erstaunliche ist eben, dass praktisch der wichtigste Hof, wo jetzt auch, also der jetzt kulturell zu einem Zentrum geworden ist, ist der päpstliche Hof in Rom. Wir sprechen also jetzt über die Hochrenaissance. Die Hochrenaissance, das sind immer, also ich kann das immer wiederholen, diese zeitlichen Eingrenzungen sind immer so ungefähr, ja, also um uns sozusagen so eine Stütze zu geben. Die Hochrenaissance begann in den 90er Jahren des 15. Jahrhunderts mit den Werken von Leonardo und endet mit dem sogenannten Sacco di Roma, eben der Eroberung Roms durch die spanischen Truppen 1527. Das heißt, die Hochrenaissance ist eine wirklich kurze Zeit. Und ich werde Ihnen einerseits so einige Grundprinzipien der Hochrenaissance zeigen, wie sie sich von der Frührenaissance abhebt. Und wir werden natürlich die drei Hauptmeister dieser Hochrenaissance uns anschauen. Und das sind natürlich die drei großen Meister, Raphael, Leonardo und Michelangelo. Wobei man sagen kann, dass sich das jetzt nicht komplett deckt. Ja? Also Leonardo da Vinci, Sie sehen links ein Frühwerk von Leonardo da Vinci. Das ist noch durchaus spätes 15. und ist noch nicht wirklich Hochrenaissance. Raphael, den sehen Sie rechts, der geht etwas über die Hochrenaissance hinaus. Und Michelangelo Buonarroti, also das Werk von Michelangelo weist weit über die Hochrenaissance hinaus. Ich gebe Ihnen noch in diesem Fall auch noch die Lebensdaten. Leonardo da Vinci, 1452 bis 1519. Raffaello Santi, 1483 bis 1520. Und Michelangelo Buonarroti, 1475 bis 1566. Also das sind sozusagen die drei großen Meister. Natürlich gibt es andere, aber wir konzentrieren uns heute auf diese drei. Was ich Ihnen hier zeige, ist eine späte Pietà von Michelangelo, die nicht vollendet wurde, wo man sehen kann, dass eben also Michelangelo, der bis 1566 gelebt hat, also bei weitem am längsten von den dreien, dass der mit seinem Werk, das werde ich Ihnen noch zeigen, weit über die Hochrenaissance hinaus in den Manierismus geht. Nun, der Papst, und zwar ist es zuerst Julius II. Und dann hier sehen Sie Leo X. Diese beiden, also es gibt einige, also diese großen Renaissance-Päpste, ja, die selber sehr also humanistisch gebildet waren, haben einen großen Hof geführt und sie waren eben die einzigen, die damals praktisch auch die Geldmittel verfügten, gigantische Aufträge wie zum Beispiel die Ausmalung, das Tanzen oder die Sixtinische Kapelle überhaupt, solche Riesenaufträge überhaupt zu vergeben. Das heißt, der Hauptauftraggeber der Hochrenaissance waren nicht mehr die Zünfte und die Stadt, wie in der Frührenaissance, sondern es ist der Papst und es sind die Herzöge und einige wenige sehr reiche Familien, vor allem in Rom.
Das heißt, dass auch letztlich in dem Verhältnis Künstler und Auftraggeber eine gewisse Refeudalisierung stattfindet. Das heißt, dass die Künstler eben jetzt sehr stark eigentlich an diese bestimmten Höfe gebunden sind. Leonardo zum Beispiel arbeitet zuerst im Dienste des Herzogs von Mailand und dann unter dem französischen König. Bei Amboise wurde ihm dann ein Schloss geschenkt, wo er seine letzten Lebensjahre verbrachte. Raphael vollbrachte seine Hauptwerke eben auch im Vatikan, wenn wir das noch etwas schärfer stellen, nämlich die Ausmalung eben der Stanzen. Ich werde darauf noch zu sprechen kommen. Und Michelangelo hat weitgehend für die Päpste gearbeitet. Einerseits die Sixtina, die Sie hier sehen, ich werde darauf noch zu sprechen kommen, und natürlich das Julius-Grabmal und die Bibliothek von San Lorenzo, das eine für den Papst, das andere für die Medici. Ich möchte, bevor ich Ihnen die Arbeiten dieser Künstler vorstelle, möchte ich etwas sagen zu diesem gewandelten Status des Künstlers, weil wir tatsächlich in der Renaissance und speziell in der Hochrenaissance hat sich sozusagen die Auffassung des Künstlers, die Auffassung von Kunst, die Stellung des Künstlers massiv verändert. Das ist natürlich ein langsamer Prozess, also wirklich Anfänge gehen auch sogar ins 14. Jahrhundert zurück, aber in der Hochrenaissance haben wir so etwas wie einen neuen Künstlertyp vor uns, was wichtig ist, weil das der Künstlertyp ist, der dann eigentlich die Forschung des Künstlers weitgehend geprägt hat und teilweise sogar noch bis heute prägt. Es ist, wenn man jetzt das sehr verkürzt sagen will, die Vorstellung, dass ein Künstler eben etwas ganz Besonderes ist, ein Genie ist, der aus sich heraus ein Werk schafft. Was hat sich da so verändert? Das sind natürlich verschiedene Dinge. Sie müssen sich vorstellen, im Mittelalter war der Künstler einfach ein Handwerker. Es wurde überhaupt kein großer Unterschied gemacht, ob jemand ein Schuhmacher ist, also der Leder bearbeitet, ein Glasmaler, der unter Umständen Glasmalereien macht, ein Maler, der Wandmalereien macht, ob das jetzt ein Steinmetz ist oder ein Bildhauer. Die waren eigentlich ziemlich gleich angesehen und sie waren in den Zünften organisiert mit anderen Handwerkern zusammen. Die haben seit der Antike zu den mechanischen, zu den Artes Mechanicae gezählt, zu den mechanischen Künsten und nicht zu den Artes Liberales, nicht zu den freien Künsten, also nicht so wie die Philosophie oder die Grammatik oder die Rhetorik oder die Musik oder die Literatur, haben sie eben nicht zu den Artes Liberales gezählt, sondern eigentlich, ja, zu den Handwerken. Nun, diese Situation verändert sich aus vielen Gründen langsam. Das eine ist, dass bereits im 14. Jahrhundert einige bedeutende Höfe Künstler zu sich an den Hof gezogen haben und so langsam so etwas entstanden ist wie ein Hof. Künstler, die dann auch als etwas Besonderes wahrgenommen worden sind, weil sie dann eben nicht mehr in dieser streng organisierten Zunft waren, sondern eben an den Höfen und von den Fürsten entlohnt wurden. Das ist der eine Strang. Der andere Strang ist aber, dass es natürlich auch wieder mit der Entwicklung der Städte zu tun hat, beziehungsweise, dass sich die gesellschaftliche Arbeit verändert hat. Auch das ist ein langsamer Prozess, der aber vor allem in Florenz eben mit einer gewissen Geschwindigkeit vor sich gegangen ist, nämlich im Mittelalter wieder, also sagen wir mal, wirklich im tiefen Mittelalter war es einfach im Allgemeinen so, dass ein Handwerker seine Produkte selbst gemacht hat,
von A bis Z selbst gemacht hat und auch selbst verkauft hat. Das heißt, da bestand eine Einheit zwischen Kopf- und Handarbeit. Im 300, also im 14. Jahrhundert in Italien, verändert sich das langsam innerhalb der Tuchindustrie, indem es hier langsam einen arbeitsteiligen Prozess gibt. Es gibt einen Kaufmann, der kauft die Grundstoffe, dann hat der Webstühle, die er vermietet, das Tuch wird gewebt, es wird gewalkt, es wird gefärbt etc. Das heißt, es gibt arbeitsteilige Prozesse, wo einer, der da arbeitet, diesen Prozess gar nicht mehr wirklich überschauen kann und vor allem dem dann sozusagen Arbeiter, denen dann diese Webstühle gar nicht selber gehören, geschweige denn, dass sie das Produkt selber verkaufen würden. Das heißt, das ist ein, wenn man so will, vorkapitalistischer Entwicklung, die eben zu diesen Manufakturen führt, die sozusagen die prinzipielle gesellschaftliche Produktion verändern. Und nun kann man sagen, dass von daher gesehen der Künstler nicht mehr dasselbe macht wie ein Handwerker, weil der Künstler macht sein Produkt immer noch von A bis Z selber. Er konzipiert das und er macht sozusagen alle Prozesse selber. Das heißt, es ist tatsächlich so, also von der gesellschaftlichen Produktionsweise ist es tatsächlich so, dass jetzt Künstler anders arbeiten als die anderen Handwerker. Die Handarbeit war verachtet seit also der Antike und wieder natürlich bei den Humanisten, nicht im Mittelalter, wo das sozusagen die grundsätzliche Produktion war, aber in der Antike und dann wieder eigentlich bei den Humanisten, wo praktisch jetzt die Handarbeit eigentlich verachtet wurde und nur die geistige Arbeit geachtet wurde. Und somit wurde jetzt die Idee, die Komposition geschätzt und weniger die Ausführung. Das heißt, das ist auch dieser Begriff, die Disegno-Zeichnung, die jetzt in dieser Renaissance eine so unglaubliche neue und wichtige Bedeutung bekommt. Und das heißt, dass auch hier, und das ist das erste Mal, dass hier Zeichnungen tatsächlich Bedeutung bekommen, und zwar in einem doppelten Sinn. Auf der linken Seite sehen Sie ein Selbstporträt von Leonardo, wo praktisch die Zeichnung als Zeichnung einen künstlerischen Eigenwert bekommt, und rechts sehen Sie eine Kompositionsskizze von Leonardo für seine Epiphanie, wo Sie sehen, dass jetzt Künstler anfangen, viel stärker als vorher eigene Kompositionen zu entwerfen, wo praktisch die Idee der Komposition einen Selbstwert bekommt. Und natürlich wird das jetzt theoretisiert. Das heißt, es ist vor allem Alberti in der Mitte des 15. Jahrhunderts, der mit seiner De Pictura, also über die Malerei, sehr viel über Kunst geschrieben hat, und der jetzt mit anderen Humanisten zusammen, versucht, die Kunst, die bildende Kunst, zu einer Art des Liberales zu machen, also in diese gehobenen Künste zu heben, und dafür plädiert, dass die Kunst mit der Wissenschaft gleichgestellt ist und versucht, diese Kunst zu nobilitieren. Das heißt, die Kunst, der Künstler sollte jetzt mit den humanistischen Gelehrten eigentlich gleichgestellt werden. Das bezieht sich jetzt auf Architektur, Bildhauerei und Malerei. Und die wurden jetzt mental, also von der Konzeption her, aus dieser handwerklich praktischen Produktion gelöst. Und es wurde argumentiert, dass die Kunst der Naturerkenntnis genauso diene wie eben die Wissenschaft. Und tatsächlich, das haben wir vorletztes Mal gesehen, war aufgrund der sehr synthetischen Charakters der Wissenschaft, gab es wirklich diese enorme Affinität in dieser Zeit. Und zwar in der Frührenaissance war es die Imitatio, die wichtig war, also die Nachahmung der Natur. Und immer stärker in der Hochrenaissance war es die Inventio, also die Erfindung, die Inventione. Das heißt, dass langsam der Künstler als etwas Besonderes, als Künstler, als Genie überhaupt begriffen wurde. Es ist mir wichtig, dass Sie sehen, dass das, weil das für uns ja zum Teil selbstverständlich ist, ich würde sagen,
in unserer Zeit ist es eigentlich schon wieder, also ist diese Künstlerforschung schon wieder sehr unter Druck. Aber es ist eine Vorstellung, die ist, jung ist, ja, verglichen mit der Kunst. Und sie ist erst in der Hochrenaissance, sie ist erst wirklich in der Renaissance in der Form entstanden. Es ist ziemlich naheliegend, dass wenn der Künstler in der Form neu gesehen wird, ja, als Genie, der aus sich heraus ein großartiges Werk schöpft, dass natürlich auch die Kunst anders gesehen wird, nämlich überhaupt erst einmal als Kunst. Und die Sichtweise auf die Kunst verändert sich, das heißt, die Kunst wird zum Beispiel nicht mehr nur religiös wahrgenommen und sie wird nicht mehr nur als Repräsentation zum Beispiel der Stadt oder der Höfe wahrgenommen, sondern eben als Kunst. Vasari hat 1550 die erste und 1568 die zweite Fassung seiner Künstlerviten herausgegeben. Das ist eigentlich der Anfang jeder Form von Kunstgeschichtsschreibung. Vasari, also Alberti hat noch sehr allgemein über Kunst geschrieben im 15. Jahrhundert und Mitte des 16. Jahrhunderts hat Vasari, der selber auch Künstler war, zum ersten Mal so etwas herausgegeben wie Künstlerviten, also das Leben von Künstlern. Und er hat versucht, die Künstler, die zu seiner Zeit gelebt haben oder etwas früher gelebt haben, hat er versucht sozusagen seine, ja, die zu beschreiben, ihr Leben zu beschreiben etc. Das sind wichtige Quellen für uns, allerdings Quellen, die mit Vorsicht immer zu genießen sind. Mittelpunkt dieser Betrachtung ist immer der Künstler und sein Werk. Für uns ist das heute ziemlich selbstverständlich, aber es ist nicht unwichtig, sich klarzumachen, dass das ein ganz bestimmter Kunstdiskurs ist. Und ganz kurz vielleicht noch, bei Vasari sind das also natürlich im Allgemeinen nur Männer, also nur männliche Künstler. Es gibt zwei Frauen, die erwähnt, einerseits die Bildhauerin Properzia de Rossi und eine Malerin, nämlich Sofonisba Anguissola. Bei beiden hebt er sehr stark die Andersartigkeit hervor gegenüber ihren männlichen Kollegen, aber immerhin erwähnt er sie und ich möchte sie Ihnen hier kurz zeigen. Sie sehen rechts ein Selbstporträt von Sofonisba Anguissola und links eine Zeichnung. Die Zeichnung hat sie Michelangelo geschenkt, der sie für ganz ausgezeichnet hielt, und zwar hat es damit eine besondere Bewandtnis, nämlich Alberti hat geschrieben, es gibt nichts Schwierigeres als Lachen zu zeigen. Es ist sehr schwierig, wenn man das zeigt, Lachen oder Weinen zu zeigen, also Lachen von Weinen zu unterscheiden. Und das ist sozusagen programmatisch, was die Sofonisba Anguissola hier zeichnet, sind ihre beiden Geschwister. Die Schwester hat einen Korb mit Krebsen und ihr jüngerer Bruder hält den Finger da hinein und der wird gebissen, gezwickt von diesem Krebs und er zieht den Finger zurück und fängt zum Schreien an. Und was sie zeigt, ist sozusagen das Schreien oder das Weinen dieses Kindes. Also insofern ist es nicht nur so irgendein Genrebild, sondern es hat so etwas Programmatisches und sie versucht zu zeigen, dass sie in der Lage ist, das eben auch darzustellen. Sofonisba Anguissola, ich möchte das vielleicht nur kurz sagen, war also in ihrer Zeit durchaus sehr geschätzt, schon als eine gewisse Ausnahme, aber geschätzt, und erst die Kunstgeschichte hat es dann zustande gebracht. Sie, sowie sämtliche ihrer künstlerischen Kolleginnen, vollkommen zu verdrängen, sodass in den Kunstgeschichten des 20. Jahrhunderts, des frühen 20. Jahrhunderts, überhaupt keine einzige Künstlerin mehr auftaucht und erst die Kunsthistorikerinnen der 70er Jahre, die mühsam wieder ausgegraben haben, zum Beispiel das rechte Bild hängt bei uns im Kunsthistorischen Museum, bis weit in die 80er Jahre, ich glaube sogar in die 90er Jahre, war das immer nur im Depot und überhaupt nicht zu sehen. Und ich zeige Ihnen noch zwei Bilder von ihr, weil die sehr symptomatisch sind. Rechts ist ein
Selbstporträt von Sofonisba Anguissola mit ihrem Lehrer Campi. Und sie zeigt sich, also sie zeigt sozusagen, wie ihr Lehrer Campi sie malt. Ja? Aber in Wirklichkeit malt sie das Bild. Und insofern, und so wie das dargestellt ist, reflektiert sie praktisch die prekäre Situation einer weiblichen Künstlerin. Wenn Sie sich das anschauen, das ist, im Original sieht man das noch viel besser, dass sie, die sie ja sozusagen nur eine Gemalte ist, viel lebendiger ist als ihr Lehrer. Und wenn Sie sich die Hände anschauen, dann weiß man nicht praktisch, welche Hand jetzt eigentlich zu wem gehört. Das heißt, es ist sozusagen, was sie hier thematisiert, ist eigentlich, wer malt eigentlich wen. Und links ist auch ein sehr interessantes Bild, das ist ihre, sind ihre Schwestern beim Schachspiel. Und das Schachspiel war ein königliches Spiel, was auch oft dargestellt worden ist. Im Allgemeinen ist es ein Spiel, was nur Männern vorbehalten war, weil es praktisch ein Spiel ist, was ja ausgesprochene intellektuelle Fähigkeiten hier bedarf. Und sie zeigt jetzt eben aber ihre Schwestern bei diesem Schachspiel. Und auch das ein relativ programmatisches Bild. Noch dazu ist es von der Gattung her etwas sehr Besonderes, weil es nämlich eine Art Genreporträt ist. Das heißt, es ist einerseits ein Porträt, es sind ihre Schwestern, gleichzeitig ist es eine Art Genrebild. Und das ist etwas, was eigentlich in größerem Ausmaß erst im 17. Jahrhundert geschaffen wurde. Vasari hat 1563 in Florenz die erste Kunstakademie gegründet. 1563, das ist ein wichtiges Datum, also es ist sozusagen der Vorläufer von dem, was wir hier haben. Mit der Gründung der Akademie ist praktisch die Kunst endgültig kein Handwerk mehr. Ja? Also das heißt, es gibt nicht mehr diesen Meisterbetrieb mit Gesellen und den Zünften, sondern Künstler werden jetzt praktisch auf einer Akademie ausgebildet, und das bringt eine völlige Veränderung, also diese Form von Ausbildung bringt eben auch eine vollkommene Veränderung der Sichtweise von dem, was ein Künstler ist, was Kunst ist, was Handwerk ist, etc. Und es ist sehr interessant zu beobachten, was mit dieser Professionalisierung und mit dieser Nobilitierung von Kunst, wie das sozusagen jetzt eben wieder gendermäßig ausschaut. Es ist nämlich so, dass die Frauen, die früher durchaus integriert waren in künstlerische Prozesse, mehr als wir heute im Allgemeinen annehmen. Ja? Ach, ist es schlecht? Okay. Und das liegt an der Batterie? Weil die am Ausgehen lassen werden. Ja, besser? Wow. Die Gründung der Kunstakademien bedeutet einen ziemlich tiefen Einschnitt, weil Frauen es verboten war, auf die Akademien zu gehen, von Anfang an. Und es hat sich sehr lange gehalten. Also an unserer Akademie waren die ersten Frauen Ende des 19. zugelassen, an der Akademie am Schillerplatz erst 1924, also ziemlich spät. Das heißt, die im Allgemeinen waren dann eben, war sozusagen die Möglichkeit für Frauen, Künstlerin zu werden, wurde faktisch erschwert, beziehungsweise beinahe verunmöglicht. Es gibt ein weiteres Ereignis, was diesen veränderten Umgang mit dem Phänomen von Kunst sehr gut zeigt, nämlich die Institutionalisierung von Kunst in Form einer Sammlung. Vasari hat für die Medici, also für die Medici-Fürsten, eben praktisch die erste fürstliche Kunstsammlung gebaut, nämlich die Uffizien, die es ja heute noch gibt. Und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, weil
der Rezeptionszusammenhang von Kunst sehr stark vorgibt, wie man Kunst wahrnimmt. Also wenn Sie in eine Kirche gehen und dort gibt es ein Altarbild oder eine Kapelle mit einem entsprechenden Bild, dann ist die Rezeption, die vorgegeben wird, eine religiöse. Und wenn ich ein öffentliches Gebäude habe mit der Repräsentation, was weiß ich, einer öffentlichen Repräsentation, dann ist das die Repräsentation der Stadt oder der Zunft etc. Wenn ich aber jetzt anfange, eine Sammlung zu machen, wo ich Bilder in die Sammlung gebe, also sozusagen in ein Museum gebe, dann nehme ich das primär einmal als Kunst überhaupt wahr. Das heißt, diese Wahrnehmung, dass ich etwas als Kunst wahrnehme, das beginnt. Das beginnt natürlich erst in Ansätzen, aber immerhin. Ja. Und diese fürstlichen Kunstsammlungen waren A, nicht öffentlich, das passiert dann erst mit der Französischen Revolution, aber es waren fürstliche Kunstsammlungen, die sich jetzt massiv unterschieden haben von unseren Sammlungen, weil nämlich dort alle möglichen Dinge gesammelt wurden. Ich zeige Ihnen hier zum Beispiel das Salzfass, was Sie ja jetzt sehr wahrscheinlich alle kennen, von Cellini. Und da, diese Dinge waren zusammen mit Bildern, waren zusammen aber auch mit Phänomenen der Natur, wie besondere Steine oder Muscheln oder so, sonstigen Dingen. Diese Vorstellung, die ich versucht habe zu skizzieren, des großen Künstlers, die ist natürlich auch dadurch bedingt, worüber wir schon in der vorletzten Stunde gesprochen haben, durch dieses neue Konzept von der Bedeutung des Individuums oder der Individualität, die wiederum natürlich mit dieser ganzen städtischen Situation zusammenhängt. Das heißt, in der Hochrenaissance wurde ein Idealbild eines heroisierten Menschen entwickelt und es gibt nichts, was das prägnanter darstellt als der David von Michelangelo. Dieser David von Michelangelo ist weit über lebensgroß, er ist etwa 5 Meter. Er wurde vor der Signoria, also vor dem Rathaus der Stadt, aufgestellt. Und zwar wurde er zu dem Zeitpunkt aufgestellt, nachdem die Medici aus Florenz vertrieben worden sind, sozusagen als Sinnbild auch für die Freiheit der Stadt. Es ist, dieser David ist wirklich so etwas wie die Inkarnation dieser Idealvorstellung des Renaissance-Menschen. Es ist so, dass Michelangelo versucht, eine Einheit zu schaffen zwischen der Schönheit des Körpers und der Schönheit, wenn man so will, des Geistes. David, also die Geschichte kennen Sie, David und Goliath, also der kleine David, der eben mit seiner Steinschleuder den Riesen Goliath erschlagen hat, also das ist von der Figur her etwas, womit sich natürlich die Stadt identifiziert. Die Stadt personifiziert sich gleichsam in dieser Figur des David. Man sieht aber eigentlich diese Waffe von ihm nicht. Ja? Also er hat diese Steinschleuder wie so eine Schärpe hinter der Schulter und in der anderen Hand hält er diesen Stein, den man aber eigentlich nicht sieht. Ja? Das heißt, man hat eigentlich den Eindruck, man hat weniger den Eindruck, dass er qua einer Waffe siegt, als dass er qua seiner Persönlichkeit siegt, qua seiner Kraft und seiner geistigen Kraft und vor allem also seiner Aufmerksamkeit. Also der Blick ist gerichtet sozusagen in die Richtung dieser Kopfwendung. Das ist wichtig, also sozusagen diese Einheit von körperlicher und geistiger Aufmerksamkeit. Sein Ausdruck ist sehr selbstbewusst, sehr willensstark. Es wird seine Handlungsfähigkeit betont. Es ist also wirklich so etwas wie das in Stein gehauene Idealbild der Humanisten, also der seelisch, geistig und körperlich ausgebildete Mensch. Die Nacktheit, und das ist eben auch wieder sehr symptomatisch, das ist ähnlich wie in der Antike, ist ja auch ein klarer Rückgriff auf die Antike,
Männliche Nacktheit bedeutet Autonomie. Und wie schon in der Antike ist es bedeutsamer, dieses Standspielbein-Motiv, dass er einerseits in Ruhe ist, aber gleichzeitig durch dieses Standspielbein-Motiv gezeigt wird, dass er potenziell eben über Bewegung verfügt, und zwar eine Bewegung, die eben eine autonome, eine von ihm gesteuerte und ausgeführte Bewegung ist. Und das Interessante ist, dass eben männliche Nacktheit jetzt hier so etwas wie Autonomie verkörpern kann, im großen Unterschied zu weiblicher Nacktheit. Ich zeige Ihnen die genau gleichzeitig 1504 entstandene Venus von Giorgione. Das kann man an sich, auf die Venus werden wir noch zurückkommen, wenn wir über Venedig sprechen, das kann man sozusagen überhaupt nicht vergleichen, aber das Interessante ist eben genau das, dass es eben nichts Vergleichbares gibt. Das heißt, weibliche Nacktheit ist immer, also von Anfang an, also von der Renaissance an, wo diese Aktkunst wieder entsteht, völlig anders konnotiert. Sie ist privat, es ist ein privates Hochzeitbild, es ist ein Tafelbild, es ist undenkbar, die sozusagen öffentlich auszustellen. Sie hat überhaupt nichts mit Autonomie zu tun, sondern diese Nacktheit ist eine passive und ist von durch und durch eine erotische. Es ist eine Venus in der Landschaft mit geschlossenen Augen. Das heißt, bei dieser Frage sozusagen, Nacktheit oder Nicht-Nacktheit, muss man immer fragen, also geht sozusagen darum, dass eben, dass es nicht wesentlich ist, werden Männer auch nackt dargestellt, sondern was bedeutet jeweils Nacktheit, und die bedeutet eben vollkommen unterschiedliche Dinge. Ja, so viel zu dem David. Wir kommen nachher noch auf Michelangelo, werden wir nochmal zurückkommen. Wir wenden uns Leonardo da Vinci zu. Leonardo verkörpert in seiner Vielseitigkeit wie eigentlich kein anderer sozusagen diese umfassendste Persönlichkeit der Renaissance. Leonardo war ja nicht nur Maler, sondern er hat Modelle erstellt für Vierungstürme des Mailänder Doms, für verschiedene Zentralbauten. Er hat ein Mausoleum, wie Sie das hier sehen, konzipiert. Er hat pontifikatorische Arbeiten gemacht. Er hat Entwurfszeichnungen gemacht für ein Reiterstandbild, was dann nie ausgeführt worden ist. Er hat unglaubliche wissenschaftliche Arbeiten gemacht, er hat als Ingenieur gearbeitet, er hat Kriegsmaschinen gebaut, er hat mathematische, physikalische, botanische und technische Studien gemacht, und er hat sich als einer der ersten, hat er eben auch ein Traktat über Malerei geschrieben. Das heißt, er verkörpert wirklich in seiner Person diese Einheit von Wissenschaft und Kunst, von Kunst und Kunsttheorie, von theoretischer und praktischer Arbeit, und die Malerei stellt nur eine von sehr vielen seiner Beschäftigungen dar. Er hat sich sehr viel mit Mechanik beschäftigt, und er hat sich mit der Frage von Bewegung befasst. Was ist eigentlich Bewegung? Und Sie sehen hier zum Beispiel eine Zeichnung, bewegtes Wasser, wo er sich sozusagen künstlerisch mit dieser Frage auseinandergesetzt hat. Und er hat als erster eben anatomische Studien gemacht. Und zwar, es gibt tausende von diesen anatomischen Studien. Es ist unglaublich, dass er vollkommen systematisch sozusagen den ganzen Körper durchuntersucht hat. Und jetzt, das ist eben jetzt hier genau der Punkt, wo man zeigen kann, wie eng Kunst und Wissenschaften nebeneinander lagen. Man kann sich fragen, sind das jetzt wissenschaftliche Zeichnungen, anatomische Zeichnungen, oder sind das künstlerische Produkte? Und die Frage ist sozusagen unsinnig, ja, weil es ist genau das, es ist eben genau beides. Und das ist eben nur möglich gewesen zu diesem sehr speziellen Zeitpunkt, wo Kunst und Wissenschaft so nah beieinander gelegen sind. Leonardo hat auch über dieses Verhältnis von Kunst und Wissenschaft selber geschrieben in seinem Traktat. Und er hat das so formuliert, er hat gesagt, die Wissenschaft ist eine zweite Schöpfung mittels des Verstandes,
wogegen die Malerei eine zweite Schöpfung mittels der Fantasie sei. Wir werden uns jetzt einmal so eine typische Komposition der Hochrenaissance anschauen, beziehungsweise zwei Kompositionen. Wir haben links Raphael, Madonna im Grünen, rechts die Anna Septrit von Leonardo. Die Hochrenaissance baut natürlich auf den Erfahrungen und den Erkenntnissen der Frührenaissance auf. Sie baut auf diesen ganzen Experimenten mit der Perspektive, der Erfassung des Raums, des Lichts, des menschlichen Körpers. Sie unterscheidet sich, also sie fasst sozusagen diese Entwicklung zusammen. Sie unterscheidet sich sehr stark, indem sie diese unglaubliche Entdeckerfreude des 15. Jahrhunderts hinter sich gelassen hat. Ich zeige Ihnen hier nochmal zwei Werke der Frührenaissance, damit Sie sehen, was ich meine. Links Benozzo Gozzoli im Medici-Palast, dieser Zug der Könige, diese Freude der Frührenaissance, alles, was es gibt in der Wirklichkeit, möglichst genau zu erfassen, dieses Erzählerische, was da noch ist. Und rechts die Epiphanie von, also die Anbetung der Könige von Leonardo, die nie fertig gemacht wurde, wo Sie aber auch noch sehen, dass sich da unglaublich viel faktisch abspielt auf dem Bild. Und das ist eben sehr charakteristisch für die gesamte Frührenaissance. Und in der Hochrenaissance haben wir diese Herauslösung einzelner monumentaler Figuren, diese Konzentration auf ganz wenige Figuren, und wir haben diesen sehr typischen Dreiecksaufbau oder diesen pyramidalen Aufbau, wo versucht wird, also sozusagen das Typische, das Gesetzmäßige zu erfassen. Und was hat es jetzt mit diesem pyramidalen Aufbau zu tun? Die Pyramide ist eine Form, die in sich abgeschlossen ist und sozusagen in vollkommener Ruhe ist. Wenn Sie sich das anschauen, bei beiden ist es so, dass die ja jetzt nicht von vornherein einfach nur statisch sind, sondern sich durchaus bewegen, aber durch die Art, wie sie sich bewegen, entsteht sozusagen wieder Ruhe. Und das ist das, was wir eigentlich Harmonie nennen. Harmonie ist nicht etwas a priori Statisches, sondern Harmonie ist etwas, ist eine Bewegung, die sozusagen in sich zur Ruhe kommt. Es ist also nicht mehr sozusagen diese a priori gesetzte Statik des Mittelalters, sondern diese Ruhe ergibt sich aus einer scheinbar ganz natürlichen und organischen Bewegung der Figuren selbst. Sie sehen den Unterschied auch zwischen Raphael, Leonardo. Raphael viel stärkere Lokalfarbigkeit, und Leonardo, und das ist eben ganz typisch für Leonardo, hat dieses sogenannte Sfumato, also diese Schattenzone zwischen der Figur und dem Raum, wo er auf die Weise atmosphärisch versucht, die Figuren in den Raum eigentlich einzubinden. Sie sehen hier sehr stark, dass dieses Experimentelle der Frührenaissance nicht mehr da ist, also aber auch in der Form vielleicht auch nicht mehr notwendig ist, sondern dass man hier viel stärker eigentlich auf ein Idealbild, auf ein utopisches Bild hin sich orientiert. Und es ist eben diese Utopie der Hochrenaissance ist die Idealvorstellung des verantwortungsbewussten, alles vermögenden männlichen Individuums in einer harmonischen Welt, oder eben natürlich jetzt diese weiblichen Figuren, die natürlich dann heilige Figuren sind. Ich zeige Ihnen die Sixtinische Madonna von Raphael,
die, wo sie das wieder sehen können, Konzentration auf ganz wenige Figuren, die Madonna, die in dieser ganz idealen Schönheit erscheint und auch eine gewisse Entindividualisierung der Gesichter, das heißt, dass eigentlich das Allgemeine, das Ideale hier vor dem individuellen Vorrang hat. Hier das Ahnmal von Leonardo da Vinci in Mailand. Sie wissen, das ist sehr beschädigt und das ist vor mehreren Jahren restauriert worden, aber immer noch, also sozusagen ist nur noch ein Abglanz sozusagen seiner selbst. Ich zeige Ihnen hier zum Vergleich zwei Darstellungen gleichen Themas, also Abendmahl noch kurz davor von Castagno und hier von Ghirlandaio. Also das heißt, das ist noch sozusagen gerade vor dem Beginn der Hochrenaissance und Sie sehen, dass da noch versucht wird, durchaus so gewisse genrehafte Elemente einzubringen und dass Wert darauf gelegt wird, im Sinne der kirchlichen Dogmatik, dass Judas ganz klar abseits gestellt wird. Und wenn Sie jetzt Leonardo anschauen, sehen Sie, dass sich das verändert hat. Es wird genremäßige Motive werden eliminiert, es wird ganz stark monumentalisiert, es wird dieser Judas das in der Form überhaupt nicht mehr hervorgerufen. Es geht jetzt weniger um so eine Erzählung, als dass es um das Innere, um das psychische Drama geht. Das heißt, Leonardo wählt genau den Moment, wo Christus sagt, einer von euch wird mich verraten. Und er zeigt die Reaktion von all den Jüngern, die sagen, wer soll dich jetzt verraten und sich überlegen, was passiert, oder werde sogar ich das sein, der ihn verraten wird. Also das heißt, es wird sehr stark und erstmals eigentlich in sozusagen diese Reaktion, dieses Drama als ein inneres Drama gezeigt. Und mit Leonardo haben wir einen großen Schritt in Richtung einer Differenzierung des Menschenbildes. Das zeigt sich auch in seinen unglaublichen Porträts, wo wir jetzt nicht mehr nur, bei den weiblichen Porträts, es nicht mehr nur auf Schönheit angelegt ist. Das wollte ich nicht, einen Moment. Machen wir das nochmal zurück. Wir haben hier, nach Botticelli, ein Nachfolger von Botticelli, wo die weiblichen Porträts immer noch, also sozusagen nur immer im Profil dargestellt waren und sehr stark eigentlich auf Schönheit orientiert waren. Und wir hier jetzt mit Leonardo die Frauen in einem Dreiviertelprofil haben, mit einem ziemlich starken Blick. Und als berühmtestes natürlich hier die Mona Lisa, also ist ja nur eines von vielen seiner Porträts, um 1506 sehr wahrscheinlich begonnen, sehr wahrscheinlich erst 16 beendet. Die Mona Lisa ist eines der Bilder, die man eigentlich gar nicht mehr anschauen kann, weil einem die Rezeption sozusagen dazwischen kommt. Ja? Also weil man einfach, auch wenn man im Louvre ist, ist das ja völlig irre, da wird man sozusagen von einer Schar von Menschen in diesen Raum geschoben, wo dann die Mona Lisa ist, die ist irgendwo ganz hinten an der Wand, man könnte irgendwas hinhängen, kein Mensch könnte noch sagen, ob das jetzt die Mona Lisa ist oder irgendein schlechter Druck, und alle stehen da, halten ihr Handy hoch, machen Knips und gehen wieder. Also es ist so ein Werk, das ist sehr merkwürdig, ja, man kann das dann gar nicht mehr anschauen. Also man kann es nämlich de facto nicht mehr anschauen, weil man es gar nicht mehr sehen kann, und man kann es nicht mehr anschauen, weil einem diese Rezeption und alle die verschiedenen Paraphrasen, Duchamp etc. einfach
sozusagen da dazwischen liegen. Ich möchte trotzdem ein paar Worte dazu sagen, weil es einfach, weil es sozusagen ein unglaubliches Bild von einer weiblichen Person ist, die jetzt hier wirklich in dieser Renaissance-Pose, also in diesem, auch in dieser Dreiecksfiguration dargestellt ist. Es geht nicht nur praktisch jetzt hier um diese ideale Schönheit, sondern es gibt eben etwas, was so eine Art Unbestimmtheit und eine Komplexität und Veränderlichkeit anzeigt, wo er zeigt, dass ein Mensch und eben auch durchaus eine Frau etwas ist, was aus inneren Kräften besteht, die nicht wirklich fassbar sind. Man kann sozusagen nicht wirklich sagen, es ist ja immer die Frage, lächelt die oder lächelt die jetzt eigentlich nicht? Was hat die eigentlich für einen Ausdruck oder was hat die nicht für einen Ausdruck? Und das ist diese Form von Unbestimmtheit, die in diesem Porträt liegt, wo sie sozusagen als lebendig gezeigt wird mit dieser leichten Mundbewegung, die aber eigentlich nicht wirklich deutbar ist. Und ich glaube, dieses Unbestimmte ist es, was so einladend ist für alle möglichen Projektionen. Was wichtig ist, was Sie hier praktisch überhaupt nicht sehen und was man eben nur im Original sieht, so man überhaupt es schafft, es noch anzuschauen, ist dieses Fumato, also das heißt dieser dunkle Schatten, der sich sowohl bei ihr zeigt, in dieser Abschattierung im Gesicht, wie aber vor allem natürlich in der Verbindung von ihr mit der Landschaft, wie in der Landschaft selber, was ein ganz wesentlicher Punkt ist, weil es dem Bild dieses Gefühl für das Atmosphärische gibt, wo klar ist, dass alle Dinge miteinander zusammenhängen. Und Leonardo hat das auch theoretisiert. Er hat versucht zu zeigen, dass das Dunkel für ihn oder dieser Schatten so etwas ist wie die universale Natur aller Dinge, die eben alles praktisch zusammenbindet. Und dass es die Bedingung ist für diese zarten Effekte in der Malerei, für das, was er Grazia nennt. Also Grazia ist so etwas wie die Grazie, wie das, was einen Menschen lebendig erscheinen lässt. Aber Leonardo hat auch gemeint, dass das Dunkel auch mit dem Verheimlichen, mit dem Rätsel, aber auch mit dem Verbergen und der Lüge zusammenhängt und mit so etwas wie einer mysteriösen Anziehungskraft. Das heißt, er hat das durchaus auch selber reflektiert, was er hier dargestellt hat. Ich denke mir, dass die Mona Lisa so etwas ist wie das Idealbild einer Frau, die eben alle divergierenden Wünsche harmonisch in sich verbindet, nämlich die Ruhe und Gelassenheit, die Reinheit, aber trotzdem die Erotik und die Schönheit. Und das Entindividualisierte, das Undefinierte, das Undefinierbare dieser Mona Lisa ist eben wie eine Projektionsfläche, die eben diese unterschiedlichsten Wünsche, Sehnsüchte gleichsam in sich aufsaugen kann. Ja, die Hauptleistungen der Hochrenaissance, die wirklich die Idealvorstellungen der Humanisten auch verkörpern, wurden in der Tat vom Papst im Vatikan in Auftrag gegeben, was eigentlich nicht so selbstverständlich ist. Ich überspringe etwas, was ich Ihnen hier nur kurz zeige, nämlich den Neubau des Petersdomes in der Hochrenaissance, an dem sehr viele ganz unterschiedliche Künstler gearbeitet haben. Ich zeige Ihnen hier die Kuppel von Michelangelo. Das war ein Riesenprojekt. Man hat tatsächlich, und das sagt sehr viel aus, den alten, sozusagen die altchristliche Kirche St. Peter abgerissen, um eben diesen gigantischen Neubau hier zu konzipieren. Ja, und wie gesagt, die ganz großen Werke der Hochrenaissance sind im Allgemeinen eben die meisten davon sind in der Tat von diesen
Renaissance-Päpsten in Auftrag gegeben worden. Was ich Ihnen hier zeige, sind die Stanzen im Vatikan, also das sind die Privatgemächer des Papstes Julius II. Und das Programm war schon auch sozusagen mit der Kirche natürlich abgesprochen und sollte natürlich vor allem die katholische Kirche verherrlichen. Was dann da wirklich rausgekommen ist, ist, denke ich mir, liegt sehr anders, nämlich ist eigentlich eine Verherrlichung eines humanistischen Prinzips. Es gibt hier diesen einen Raum, die Stanza della Signatura, was vollkommen von Raphael ausgemalt worden ist und was jetzt die vier Bereiche der geistigen Tätigkeit des Menschen visualisiert, nämlich einerseits hier links die Theologie, also die Disputa, das heißt die Auseinandersetzung um das Symbol der Eucharistie, dann die Jurisprudenz und die Poesie und ganz besonders wichtig die Schule von Athen. Diese Schule von Athen, ich zeige Ihnen hier das Mittelbild nochmal im Detail, diese Schule von Athen verkörpert so etwas wie einen der größten Triumphe des humanistischen Denkens. Das Fresko zeigt einen Raum, der ein bisschen erinnert an die ursprüngliche Fassung des Petersdom von Bramante, also praktisch eine damals moderne Form der Architektur. Und in dieser monumentalen Architektur sehen Sie jetzt Vertreter sämtlicher Wissenschaften. Und zwar durchaus einerseits die zurückversetzt in die Antike. Gleichzeitig haben sehr viele von denen die Gesichter von Zeitgenossen von Raphael. In der Mitte haben wir Platon und Aristoteles sozusagen als die großen Philosophen der Antike, die jetzt, wo sozusagen die Philosophie eben auch als Zentrum der Wissenschaft angesetzt wird oder angesehen wird. Man kann sich fragen, was ist das Ganze? Es ist kein Historienbild, es ist kein einmaliges Ereignis in der Geschichte. Es ist sozusagen so, dass sich in einem und demselben Fresko sich Menschen eben aus verschiedenen Zeiten begegnen. Also zum Beispiel Platon erinnert natürlich an Leonardo, Euklid erinnert an Bramante etc. Also man kann sozusagen bei fast allen diesen antik gemeinten Wissenschaftlern die Renaissance-Zeitgenossen sehen. Das heißt, es ist eine Vereinigung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das heißt, es ist schon eben Renaissance, also diese Vorstellung, dass es eine Wiederbelebung der Antike ist. Es ist klar, also sozusagen ein Rückgriff in die Vergangenheit, durchaus aber auch die Gegenwart. Es ist aber auch eine Utopie in die Zukunft, nämlich die Vorstellung einer vollkommenen Gesellschaft, einer Gesellschaft, die in absoluter Harmonie miteinander lebt, die praktisch, wo eben alle Wissenschaften, die Mathematik, die Astronomie, die Physik, die Literatur, die Philosophie, die Kunst, wo das sozusagen alles miteinander verbunden ist, wo sich das alles in einer Öffentlichkeit abspielt und wo die verschiedenen Menschen sich einerseits frei entfalten können in ihrer Tätigkeit, in ihrem Denken und gleichzeitig miteinander kommunizieren, wo sie miteinander reden, wo sie aber auch nachdenken oder einfach so hinträumen. Also ich denke mir, dass dieses Fresko wie kaum ein anderes Werk eigentlich die Weltanschauung der Humanisten widerspiegelt und wenig mit kirchlicher Dogmatik eigentlich zu tun hat. Es ist
sozusagen, es wendet sich eigentlich an ein Patriziat, an eine Welt der Männer, also hier sind es jetzt wirklich nur Männer. Es setzt Bildung und es setzt Wissen voraus, es wendet sich an die Vernunft und es wendet sich an das ästhetische Formempfinden einer Elite. Nun, wir haben hier, und dafür steht eigentlich Raphael, für diese sozusagen Vorstellung von Harmonie. Michelangelo, auf den ich jetzt nochmal zurückkomme, der vertritt vor allem diese Vorstellung des Anthropozentrismus, also das heißt, dass eben der Mensch als Individuum im Zentrum steht. Michelangelo interessiert sich für den Menschen, und zwar den Menschen als einen Handelnden, als einen aktiv Handelnden. Also sozusagen die Arena dieser Taten, also der reale Lebensraum, das ist eigentlich etwas, was für Michelangelo nicht existiert hat. Das ist auch der Grund, warum Michelangelo natürlich vor allem sich für die Plastik, für die Skulptur interessiert hat. Sie sehen rechts, das heißt der Sieger, ist ein relativ Frühwerk, und Sie sehen links diesen Moses. Der Moses ist ein sehr kleiner Teil eines riesigen Grabmals für Julius II., das nie fertig geworden ist. Michelangelo hat Jahre, fast Jahrzehnte an diesem Grabmal gearbeitet, hat die Pläne wieder verändert, der ursprüngliche Plan ist ein Riesending, an dem eigentlich Michelangelo weiterarbeiten wollte, dann hat ihn aber der Papst gezwungen, eigentlich diese Sixtina auszumalen, was Michelangelo gar nicht wollte, weil er eigentlich eben vor allem Bildhauern wollte. Und es gibt viele Figuren, wie zum Beispiel diese Sklaven, die alle für dieses Grabmal eigentlich gemacht waren, die teilweise auch überhaupt nie fertig geworden sind. Es gibt einige Figuren, die überhaupt nicht einmal konzipiert worden sind. Und das, was man jetzt in Rom sieht, in San Pietro in Vincoli, ist ein nie fertig gewordenes Fragment, was in dieser Form nie so hätte eigentlich ausschauen sollen. Ja, Julius II., also der Papst, hat ihn eben dann in den Vatikan geholt und wollte, dass er seine Privatkapelle, nämlich die Sixtina, eben ausmalt. Und das hat der Michelangelo auch gemacht. Und das möchte ich Ihnen hier kurz zeigen. Es ist ziemlich schwer nachzuvollziehen, weil das eben also sich im Raum entwickelt. Was Sie hier sehen, ist ein Blick in die Sixtina, in diese Sixtinische Kapelle. Vorne ist das Jüngste Gericht. Ich werde Ihnen das nachher noch kurz im Detail zeigen. Und oben ist eben diese Decke. Die Decke hat er zuerst, die wurde also zuerst gemalt am Anfang des 16. Jahrhunderts, also 1508 begonnen, und dann viel später ist dann das Jüngste Gericht dazugekommen. Unten in der Sixtina gibt es Fresken von verschiedenen Künstlern aus der Frührenaissance noch, Ghirlandaio, Pinturicchio, Botticelli, alle möglichen. Und wenn man in der Sixtina ist, sieht man auch, dass das eigentlich nicht sehr gut zusammenpasst. Sie wissen, dass die Sixtinische Kapelle vor einigen Jahren restauriert worden ist. Da gab es einen riesigen Aufstand, weil viele das nicht ertragen haben, dass hinter diesen völlig verbräunten Fresken dann plötzlich diese leuchtenden Farben von Michelangelo wieder rausgekommen sind. Es ist aber die Restaurierung eine ganz hervorragende Restaurierung, wo sehr vorsichtig restauriert worden ist. Aber die Leute waren so gewöhnt an diesen Dreck, dass sie den eigentlich wieder haben, oder einige von ihnen diesen Dreck wieder zurückhaben wollten. Ich zeige Ihnen jetzt einfach ein bisschen, wie diese Decke organisiert ist. Michelangelo hat eine völlig neue Form
der Deckenorganisation erfunden, wo er einerseits narrative Szenen verbunden hat mit diesen Rahmungen und mit diesen sogenannten Nudi, also mit diesen nackten männlichen Figuren, die hier also sozusagen auf gemalten Sockeln sitzen und das alles einrahmen. In diese Nudi, also diese nackten Figuren, die waren dann für die nachfolgenden Künstler von ungeheurer Bedeutung, weil was Michelangelo da macht, ist, dass er die nackte männliche Figur in jeder nur möglichen Bewegung zeigt und darstellt. Und dazwischen haben wir eben dann also diese Prophetenfiguren, die jetzt bekleidet sind, diese unglaublich monumentalen Figuren, oder die Sibyllen, wobei er auch die Frauen eigentlich wie Männer darstellt, also unglaublich monumental. Und dazwischen haben wir eben diese Szenen, die jetzt durchgehen von der Erschaffung der Welt bis dann zur Sintflut. Und das zeige ich Ihnen, einige davon kennen Sie natürlich auch wieder bis sozusagen zum Erbrechen. Also diese wahnsinnige, also diese unglaubliche Berühmtheit hat von diesen Figuren. Hier die Noah. Und Sie sehen, auch wenn es so eine Sache ist wie die Sintflut, was eigentlich, wo man durchaus praktisch auch eine Landschaft darstellen könnte, ist es so, dass Michelangelo prinzipiell immer auf die menschliche Figur fokussiert und der Umraum eigentlich kaum eine Rolle spielt und er eben nackte Figuren in sämtlichen Bewegungsmöglichkeiten darstellt und erfasst. Und das hat es bisher natürlich in der Form überhaupt nie gegeben. Und da sehen Sie auch die Farben, die sieht man jetzt natürlich auch, seit das restauriert ist, einfach in einem ganz anderen Licht. Das sind hier, was ich Ihnen hier zeige, sind nur praktisch dann am Rand diese Zwickeln, die aber auch nochmal mit eigentlich sehr originellen Figuren gefüllt werden. Ich zeige Ihnen hier ein paar Details, dass Sie sich ein bisschen besser vorstellen können. Ja, und jetzt die einfach nochmal ein Bild sozusagen vorher, nachher, also vor der Restaurierung links einfach braune Soße, wo man wirklich fast überhaupt nichts mehr gesehen hat. Und dann kamen plötzlich nach der Restaurierung kamen eben diese wirklich unglaublich knalligen, leuchtenden Farben, die aber durchaus dem entsprechen, was Michelangelo gemalt hat. Man könnte jetzt, aber dazu haben wir die Zeit leider nicht, lange über dieses jüngste Gericht sprechen, weil das ein jüngstes Gericht ist, wo Michelangelo hier wirklich eine neue Vorstellung des jüngsten Gerichts entwickelt. Schon einmal der Christus-Weltenrichter, der eben auch hier faktisch jetzt nicht einfach statisch als Weltenrichter dargestellt ist, sondern sozusagen mit seiner Handbewegung eigentlich aktiv eigentlich hier dieses jüngste Gericht in Bewegung versetzt. Und unglaublich spannend unten, es gibt sozusagen kaum eine Hölle, also es ist nicht so, dass eigentlich diese Bösen nur mit ganz wenigen Ausnahmen sozusagen von Teufeln geholt werden, sondern es ist so, dass die faktisch eigentlich selbstständig in diese Hölle gehen bzw. hineinfallen und dass auch die auferstehen auf der linken Seite, man das Gefühl hat, dass sie mit einer unglaublichen, dass das wie eine Art Anstrengung ist, da hinauf in diesen Himmel zu kommen. Sie sehen auch hier wieder,
es geht eigentlich immer um diese, also es ist immer der Mensch als Individuum, der sich selbst bewegt und der völlig für sich selber eigentlich eben verantwortlich ist, auch für das, was da passiert. Hier sehen Sie Christus als Weltenrichter. Und da sehen Sie auf der rechten Seite eben diese, also Charon, also diese alte Figur eigentlich, und eigentlich kaum Teufel. Also es ist nicht so wie früher, dass so die bösen Teufel kommen und diese armen Seelen fangen, sondern es ist wirklich der selbstverantwortliche Mensch, der das hier alles selber eigentlich zu verantworten hat, beziehungsweise mit großer Angst und Entsetzen da in diese Hölle hinein gerät. Und immer wieder diese unglaublich monumentalen Figuren. Hier haben wir so eine Teufelsfigur. Ja, die Hochrenaissance hat nicht allzu lange gedauert. Also sie hat eigentlich, es gibt wirklich ein ziemlich klares Datum in diesem Fall, nämlich 1527. 1527 haben spanische Truppen Rom sozusagen geplündert und devastiert. Und also der ganze Vatikan war da sozusagen auch in Gefahr. Und die Ideale der Hochrenaissance, einer eigentlich harmonisch geordneten Welt und eines harmonischen Austausches der Menschen untereinander und diese Vorstellung des heroischen Individuums, der zu allem fähig ist, das war eine utopische Vorstellung, die nicht sehr lange haltbar war. Und im Spätwerk von Raphael, das sehen Sie rechts, und im Spätwerk von Michelangelo sehen Sie links, die haben selber eigentlich dann in ihrem Spätwerk diese Ideale der Hochrenaissance verlassen. Sie sehen hier noch die Pietà Rondanini, also auch ein später Michelangelo, auch nicht fertig, aber von der Art, wie das gestaltet ist, sieht man, da ist keine Hochrenaissance mehr. Hochrenaissance heißt, der Mensch als einer, der sich aus sich selbst heraus bewegen kann, selbstbewusst, wo immer alles klar ist. Stehen, sitzen, gehen sind immer vollkommen klare Bewegungen. Und hier sehen Sie diesen Christus, der sozusagen in sich zusammenfällt und die Maria, die ihn hält, das ist kein aus sich selbst bewegen mehr. Das ist sozusagen nur noch ein Fallen. Und was jetzt passiert ist, jetzt beginnt der Manierismus. Der Manierismus, der die Renaissance ablöst. Und man kann eigentlich sagen, der geht von circa, ja, 1527 bis um 1600, wo er dann vom Barock abgelöst wird, wobei man eigentlich zwei Generationen der Manieristen unterscheiden muss. Eine erste Generation aus den 30er, 40er Jahren, das ist eine Generation, die jetzt ganz bewusst ihre Väter in Frage stellt. Die Manieristen dieser ersten Generation, die beziehen sich dezidiert auf die Renaissance und stellen das alles in Frage. Also Sie sehen, beide Bilder sind von Pontormo. Pontormo, einer der bedeutendsten Manieristen dieser ersten Phase. Sie sehen rechts diese Kreuzabnahme, kann man sagen, Beweinung. Und da sehen Sie, dass eben, das ist sozusagen alles, was die Hochrenaissance praktisch behauptet hat, wird hier eigentlich negiert. Also, wir haben keinen klaren Raum mehr. Wir haben keine klaren Figurenbewegungen mehr. Wir haben eine Art beinahe abstrakte, rhythmisierte Figuration. Wir haben vorne diese Figur, die den Christus trägt, was in der Hochrenaissance klar wäre, ganz klares Stehen, klares Tragen. Tragen, Lasten. Ja, hier ist es so, dass der wie also ein Ballett auf den Zehenspitzen balanciert und ja so sozusagen diese schwere Last gar nicht tragen könnte. Ja, dann ist es so, dass das sehen Sie hier schlecht, dass die Farben, die also in der Renaissance klar rot, blau, also klare Farben oder dann bei Leonardo dieses Fumato, aber was wir hier haben, ist eine völlig irreale Farbigkeit. Die Haut wird plötzlich rosa, beziehungsweise wenn man das im Original sieht, sieht man, man weiß nicht mehr, ist das jetzt ein Gewand oder ist das die Haut? Man sieht den Unterschied nicht mehr. Also man sieht nicht mehr, ist das jetzt ein Kleid oder ist das eigentlich eine menschliche Haut?
Dann die Beziehungen zwischen den Figuren. Das Wichtigste der Hochrenaissance war die Harmonie. Alle harmonisch miteinander. Hier völlige Disharmonie. Die schauen einfach irgendwie aus dem Bild raus, eher so mit so geweideten Augen. Plötzlich ein Ausdruck von Angst, von Unruhe, was völlig undenkbar war vorher. Die schauen aus dem Bild raus, die beziehen sich eigentlich überhaupt nicht aufeinander. Sie sehen das auch hier links mit dieser heiligen Familie, wo die Figuren nicht klar im Raum positioniert sind, sich plötzlich aus dem Bild rausschauen, sich nicht aufeinander beziehen. Also das heißt, es ist wirklich das, was sozusagen die Renaissance behauptet hat, das wird hier faktisch durchgestrichen. Oder hier rechts Bronzino mit einer wahnsinnig komplizierten Ikonografie, wo es um Lüge, Trug geht, wo sozusagen bestimmte Formen der Hochrenaissance auf die Spitze getrieben werden. Oder links Rosso Fiorentino, auch wieder eine Maria mit, also sozusagen eine heilige Anna Sebtritt mit Christuskind und Johannes. Also das ist wirklich sozusagen eine Ohrfeige in das Gesicht der Hochrenaissance. Null Harmonie, Figuren, die verhässlicht werden, diese Anna mit, wie eine Hexe mit solchen Spindelfingern, das Christuskind, was ausschaut, wenn es gleich zum Schreien anfangen würde, der Johannes, der weiß man nicht, schläft er, wendet sich komplett aus dem Bild raus, die Engel sind überhaupt dort, scheinen total entsetzt zu sein, also das heißt, es ist alles, es wird alles völlig, ja, es wird vollkommen verunklärt und ebenso hier nochmal Rosso Fiorentino links, man muss hinschauen, man hat wahnsinnige Schwierigkeiten überhaupt zu sehen, was passiert da überhaupt mit diesen Kämpfenden. Rechts Parmigianino, auch eine der bedeutendsten Manieristen, die Madonna al collo lungo, also die Madonna mit dem langen Hals, eine Madonna, die jetzt übertrieben gelenkt wird in dieser sogenannten Figura serpentinata, diese Lieblingsfiguration des Manierismus, eine Art Schlangenlinie, wo der Körper nicht wie bei Michelangelo aus sich heraus bewegt, sondern eine Art Bewegung ist, die gar nicht irgendwie aus der Figur zu kommen scheint. Dann dieses Christuskind, wo man das Gefühl hat, das fliegt in der nächsten Sekunde sozusagen von dem Schoß, von der Madonna herunter, völlig instabil. Dann, wenn Sie schauen, die Säule hinten, Perspektive, aber eine total verzerrte, eine völlig übertriebene Perspektive. Perspektive, um damit zu spielen, um etwas zu verunklären, um etwas zu übertreiben, aber nicht um den Raum gesetzmäßig zu erfassen. Dann der Größenunterschied zu der hinteren Figur, unmöglich. Also das heißt, es wird an allem angesetzt, was die Hochrenaissance gemacht hat, und es wird alles praktisch ja, verunklärt. Und genauso haben wir das im Porträt. Bronzino links, rechts Pontormo wieder, also das Porträt in der Hochrenaissance, das ging ja genau darum, den heroischen Menschen darzustellen, der sozusagen tatkräftig sein Leben selbst in der Hand hat. Und jetzt haben wir eine Figur, die nicht richtig in den Rahmen passt, wo man das Gefühl hat, die Kleider lottern an ihm, es passt, Körper und Kleid passt sozusagen nicht zusammen, dann der Blick hinaus, ein fragender Blick, wieder mit diesen geöffneten Augen, ganz eigenartig, links Bronzino, was war so wichtig in der Hochrenaissance, dass die Figur gerahmt wird, idealisiert wird durch eine Architektur, die natürlich auf sie bezogen ist, und jetzt haben wir eine Architektur, die ganz, also wo man gar nicht genau weiß, wie diese Figur eigentlich in dieser Architektur drinnen steckt. Oder rechts Parmigianino, ein Selbstporträt bei uns in Wien, in einem Konvexspiegel. Schon der Konvexspiegel ist natürlich so, dass er verzerrt, ja? Dass er den ganzen Raum verzerrt. Also nicht eben klarer Raum, ja? Sondern die totale Verzerrung und dann durch den Konvexspiegel die Hand, die natürlich viel zu groß ist zu diesem Gesicht. Oder links nochmal Pontormo. Auch wieder Verbindung mit der Architektur, aber in einer, also man hat nicht das Gefühl, dass die Figur klar in diesem Raum steht. Rechts Gian Bologna, also einer der Bildhauer des Manierismus, wo es jetzt wieder um diese Figura Serpentinata geht,
um diese gedrehte Figuration, wo es sehr stark um eine Form von Künstlichkeit geht, um etwas sehr Artistisches. Also es ist Frauenraub, aber das Entscheidende ist sozusagen, wie kann ich eine Figurengruppe machen, die sozusagen allansichtig ist, von allen Seiten gesehen wird. Und es ist eher eigentlich ein bisschen wie ein Ballett, das Ganze. Ja, und wir kommen jetzt nochmal zu einem ganz wichtigen Punkt, nur noch ein paar Minuten. Wir werden darüber noch von anderer Seite sprechen, aber was jetzt eigentlich passiert ist, nämlich 1517 hat Luther seine Thesen angeschlagen und die Reformation hat begonnen. Das war natürlich zuerst in Deutschland und in den Niederlanden, aber das hat natürlich auch, also das hat natürlich Italien erfasst. Und was jetzt diese Reformation, wir werden noch darauf zu sprechen kommen, ist ein unglaublicher Einschnitt. Ja? Bis jetzt gab es eine Kirche, es gab eine Wahrheit und das war die katholische. Und nun kommt plötzlich eine andere Religion da auf den Plan und das bringt sozusagen das System massiv durcheinander. Und die Kirche hat, also diese ersten Renaissance-Päpste um 1500, das waren sehr stark humanistisch gebildete Päpste, die haben einen großen Hof geführt und der Humanismus konnte sich sozusagen am päpstlichen Hof dort auch ausbreiten. Jetzt kommt die Reformation und jetzt kommt 1542 das Tridentinische Konzil, ein Konzil, was Jahrzehnte dauert und wo die Gegenreformation eingeläutet wird, wo ein neuer Orden gegründet wird von Ignatius von Loyola, nämlich die Jesuiten, und wo die Kirche nun sagt, Schluss aus, ja, so kann es nicht weitergehen, wir müssen hier uns wehren. Und das natürlich, das führt in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts zu sehr massiven Eingriffen, also dazu, dass die Kirche sagt, so, Bilder müssen dezidiert, dogmatisch die Wahrheit der katholischen Religion zeigen. Ich zeige Ihnen hier zwei Beispiele, wo das schon stärker sozusagen wieder diese katholischen Auffassungen dargestellt werden sollen. Und die Kirche wendet sich jetzt, was sie vorher überhaupt nicht gemacht hat, sie wendet sich jetzt wirklich gegen die Humanisten. Und sie findet überall Skandale, zum Beispiel auch im jüngsten Gericht von Michelangelo, dass nämlich dort die Geschlechtsteile nicht zugedeckt sind und es wird gefordert, das ganze jüngste Gericht von Michelangelo wieder runterzureißen. Und das ist beinahe passiert. Es ist dann durch Fürsprache von wichtigen Künstlern nicht passiert. Man hat sich damit begnügt, überall Lendenschürze anzubringen, sodass dieses jüngste Gericht von Michelangelo für die Leute nicht mehr so skandalös war. Die Protestanten, darüber werden wir noch sprechen, haben ja faktisch ein Bilderverbot verhängt in ihren Kirchen und dieser ganze Bilderstreit hat sehr stark dann die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts bestimmt und es gibt eine interessante Entwicklung unter anderem, dass auf der einen Seite in religiösen Zusammenhängen also hysterisch praktisch reagiert worden ist gegen alles, was irgendwie nackt ist, dass aber an den Höfen eine Form von erotischer Kunst gepflegt worden ist, wo ich Ihnen hier zwei Beispiele zeige, die ganz extrem war. Also es gibt sozusagen eine Art Schere, die auseinandergeht an den Höfen, wo das also auch zwar eine gewisse Öffentlichkeit, aber eine höfische Öffentlichkeit wird diese Form von einer sehr geschleckten Erotik gepflegt und ausgestellt. Im öffentlichen, vor allem kirchlichen Zusammenhang wird dagegen sehr massiv vorgegangen und es wird versucht, eben diese ganze humanistische Tradition der Renaissance massiv zu unterdrücken. Und der Manierismus hat dann im späten 16. Jahrhundert angefangen, sehr ausgeklügelte theologische Programme darzustellen. Da wurde dann klar, dass man eine andere Kunst braucht, nämlich eine Kunst, die zwar religiös ist, eine religiöse Emphase hat, aber von breiten Massen verstanden wird. Und das ist dann der Barock. Aber das werden wir uns später anhören. Gut.